Und da ist einfach 3 Angriffskarten, Gesamtwert 24 bis 26, also hier 8, 8, 8. Schleudere das Schlüsselschwert vor dich, um Gegner zu betäuben. Wir brauchen 3 Angriffskarten dafür, okay. Das haben wir ja zufälligerweise. Das heißt, auch in diesem Fall könnte ich will jetzt mal ganz kurz hier dingsen, ne? Dass es hinpasst, so. So, ich will 8, 8, 8 hier unten haben, deswegen testen das jetzt einfach mal aus. So, dann wird die Kombination auch ein Schwertwurf. Theoretisch, ne? Schwert, also hier Eiswurf, Eiswurf. Und dann können wir das auch austesten, ob das Schlüsselschwert gleich sein muss. Sehen wir ja dann jetzt gleich. Ist jetzt nur für den Test. So, Eiswurf. Eiswurf. Also es klappt zumindest mit dem Eiswurf und Schwertwurf. Ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Also sind hier die Schlüsselschwerter wirklich egal. Noch. Kann natürlich später dazu kommen, dass das noch so sein wird, dass wir die nachher brauchen. Also die passenden Schlüsselschwerter dafür. Aber stimmt schon hier mit dem einfach Kombo-Spam. Ist schon wirklich einfach ein bisschen leichter, ne? Aber ich bin so befertigt. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp gewesen hier, dass wir uns einfach Kombos nehmen und uns die so zurechtlegen. Wird später noch, denke ich mal, noch lustiger. Wunderlampe haben wir gerade bekommen, noch eine Achterkarte. Oh. So blöd, wenn der einen abblockt, ne? Boah, Alter, nice. Ja, bei dem ist das halt echt doof. Okay, der ist ätzend. Der ist echt ätzend, wenn der... Komm. Nee, egal, jetzt zack. Bei denen ist echt blöd, dass man den halt mit normalen Angriffen nicht von vorne angreifen kann. Die müssen wir auch mit Schwertwurf bewerfen, denke ich mal, dann geht das. Bam. Zack. Bam, bam. Heal. Oh. Okay, Oh Gott. Kurz, ganz kurz in den Chat gleich schauen. So, und zwar... Mach mal beim Schwertwurf das normale Schwert vorne. Damit du Herkules nicht verlierst, ist halt besser im Schaden. Richtig, die Schlechten können zuerst aufgeworfen werden. Roulette, mach es, mach es, mach es. Ich glaube, bei Cloud ruft er Courage. Ach, Courage, ja, okay, das kann sein.
Boah, ich muss gerade an Birth by Sleep denken, wenn du dein Schwert mit Ventus geworfen hast und dann die ganze Zeit Gacha da verstanden. Nicht mal genau, was er gesagt hat, war so nervig. Dann noch Wisdom und wir haben das Triforce. Okay, also was war jetzt? Was soll ich jetzt ändern? Also nochmal, müssen wir es nochmal erklären. Also, mach mal beim Schwertwurf das normale Schwert vorne. Damit du das von Herkules, das Schwert, nicht verlierst. Ist besser im Schaden. Das heißt also jetzt hier... Soll ich... Ach, ich weiß, was du meinst. Die austauschen, ne? Dass das Achter hier ist. Und dann das hier. So, ne? Weil die Combo beginnt ja zack, 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 dann verliere ich die Karte. Zack, 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 dann verliere ich die Karte. Zack, 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 und dann verliere ich die und nicht das Herkules-Schwert hier. Ich glaube, so war das gemeint. Okay. Okay, ich werde mal versuchen, den Dicken hier anzuvisieren. Der müsste nämlich, ja genau, mit Schwertwurf nämlich drauf gehen. Ja genau, er sagt Courage. Okay, haben wir das auch geklärt. Und dann sagt, hier sagt er bestimmt Power. Also Power. Naja, ich kann mich auch irren. So, Raum der Begegnung, okay. So, ein Shadow meint ja irgendwie, ich soll Roulette machen. Jo, bei Simba ist es Power. Ah, okay. Dann ergibt das ja alles Sinn. Dann habe ich das ja alles richtig verstanden. LOL. This is it. Back off. This is it. Ha. Ha. Yeah. Heal. Courage. So, Juppa Simba ist Power, deshalb ja der Kommentar mit dem Triforce. Ja gut, das stimmt auch wieder. Das ergibt Sinn. So, wir nehmen natürlich hier erstmal wieder KP-Bonus mit rein. Die Karten reinballern, ne? Bams. So, Roulette-Raum, genau, das werde ich auch mal machen. Wunderlampe nochmal erhalten. Nein, ich wollte gerade werfen. Mist. So. Okay, gucken wir mal wieder in den Chat. Schon ein bisschen zu einfach so, oder? Ich find's eigentlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, angenehmer. Sind ja nur die Zufallskämpfe, ne? Also die nebenbei. Also dass die jetzt einfacher sind, finde ich eigentlich ehrlich gesagt sehr gut. Ich muss den hier zuerst anvisieren, genau. Der nervt. Kann ich den Donald hier holen.
Das ist cool, dass hier Beschwörungen die ganze Zeit kommen. Das könnte man auch machen, ne? Sein Deck voller Beschwörungen ballern. Dann ist man ja quasi auch unsterblich für die Zeit. Das dauert ja alles, ne? Bis sie erstmal auftauchen und so. Das ist bestimmt nicht so effektiv wie mit noch mit Angreifen. Back off. This is it. So. Zack. Erwischt. So. Shadow meint, ach du, auf schwer sind die Zufallskämpfe grausam. Mir sind immer die Karten ausgegangen und dann musste ich immer mit einer Karte 5 Gegner töten. Ja, ich habe auf Mittel gestellt, ne? Ich wollte es nicht zu einfach haben. Ich dachte mir, ein gewisser Schwierigkeitsgrad muss mit drin sein. Das Spiel soll ja auch in dem Sinne noch ein bisschen fordernd sein. Nicht kompletter Easy-Mode. Und habe deswegen auf Mittel gestellt, aber auf ganz schwer wollte ich es auch nicht, weil ich das Spiel ja nicht kenne. Hatte ich halt eben diese Befürchtung, dass wenn ich es auf schwer stelle, hätte ich ja an sich so gesehen kein Problem damit, auch auf schwer zu spielen. So hätte ich eher Angst, dadurch, dass ich das Spiel, wie gesagt, nicht kenne, dass ich Sachen, ja, mir unnötig erschwere, wie zum Beispiel, ja, aber auf schwer kannst du nur eine bestimmte Anzahl an Karten kaufen. Oder manche Karten tauchen gar nicht mehr auf und so, und ich weiß das halt nicht. Und verbaue mir so gesehen dann den Playthrough damit. Ist nicht so geil, oder wäre nicht so geil gewesen dann. Okay. Roulette-Raum. Wir kriegen jetzt echt immer alles hier für Roulette-Räume, ne? Wir sollten also den nächsten Raum echt als Roulette-Raum machen. So, aber ich werde jetzt mal ganz kurz Karten wieder hinzufügen. Wir haben nämlich wieder mehr Dingens hier bekommen, ne? Ich pack die dann so hier hin. So, okay. Was schreibt denn der Chat? Muss ich ganz kurz hochscrollen? Moment. Beschwörungen sind echt nicht so gut, weil so viele SP, weil die so viele SP kosten, dass es besser, 6-mal Cloud zu haben. Und der Rest Kombos. Shadow erzählt aus seiner Kindheit. So, ja, mein Shadow. Nee, auf den SP gab es nur eine Schwierigkeit, auf der PS3 gab es schwer. Auf schwer sind die Gegner nur schwierig. Sind die Gegner nur schwieriger, Punkt. Was sind die Gegner nur schwieriger, Punkt. Es gibt aber natürlich auch diesen einen Story-Boss, der einfach zum Kotzen ist. Was denn? Böses Shadow. Wie kannst du nur spoilern? Er kennt das Spiel nicht. Ach komm. Ich hätte auch schreiben können. Ich habe es jetzt absichtlich nicht vorgelesen, ne? Für die Leute, die auf YouTube gucken. Weil die sehen den Chat ja nicht. Und dann weiß man nicht, was Shadow jetzt geschrieben hat. So, wir werden mal hier Roulette öffnen, aber anscheinend können wir das nicht, denn wir brauchen hier fürs Roulette 9 oder höher. Das heißt, schade, können wir hier nicht machen. Wir haben keine Roulette-Karte. Ein Raum, in dem ein Sieg oft zu einem Roulette-Bonus führt. Ja, wir müssen 9 oder höher machen und haben leider keine Roulette-Karte, die diesem Wert entspricht. Das heißt, ich schau mal, was wir sonst nehmen. Wir haben auch keine Null, ne? Nee. Wir können hier wieder einen Schatzraum daraus machen. Mache ich jetzt auch. So. Wer will denn wissen, ob die wirklich, wer will denn wissen, ob diese Bosse wirklich vorkommen oder nicht? Hä?
So. Wunderlampe mal wieder bekommen. Dann schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier drin diesmal? Gravitas. Okay. Frage, ob der jetzt, ob Gravitas jetzt hier useful ist oder nicht. Okay, wir haben jetzt zwei Räume zur Auswahl. Ich gehe mal den hier. Die anderen Sachen sind immer Story-Räume. Ja, hier können wir jetzt den Roulette-Raum machen. Eins oder höher. Das geht. Roulette! Bin ich ja mal gespannt. So. Ah, ich sollte mir angewöhnen, erst den dicken, solange wir die Würfe haben. Weil dadurch, dass der blocken kann. Bam, bam. Jetzt, da wir Dinge zu haben, haut die ganze Kombi gar nicht mehr so hin, die wir vorher drin hatten. Egal. Jetzt können wir uns später noch richtig zusammensetzen. Oh Gott. Shadow meint, naja gut, ich halte mich zurück. Wusste nicht, dass Martox das Spiel noch nie gesehen hat. Dachte, er kannte es schon. Zurück bekam ich es früher mit. Nee, also Chain of Memories habe ich damals nur nochmal für Shadow hier an dieser Stelle. Das habe ich in dem Projekt jetzt schon mehrmals erwähnt. Ah, schade. Chain of Memories habe ich damals nur auf dem Game Boy Advance, als das da draußen war. Am Anfang gespielt. Dann habe ich dieses diesen Kartenkampf halt gesehen und fand den mega langweilig. Ich dachte mir so, das ist doch kein Kingdom Hearts mehr. Das ist halt nicht das, weswegen ich das Spiel mochte. Aber ich war auch zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, so 15, 16 oder so. Und da war ich immer noch so von der Mentalität her, sage ich es mal so. Vom wegen, ja, wenn das Spiel halt nicht mehr so ist, dann ist es kacke. So vom wegen, ja, ich habe es halt keine Chance gegeben, ne? Und das hat sich irgendwie so eingebrannt bei mir. Dann damals mit dem, ja, ne, wenn es halt das Kampfsystem nicht hat, dann ist es blöd. So, welche Karte wollen wir denn haben beim Roulette? Und dann habe ich mir damals gedacht, na gut, wenn das Kampfsystem nicht mehr hat, wie Kingdom Hearts 1, ne, dann ist es halt ein blödes Spiel. Und habe es halt seitdem nie mehr angerührt. Jetzt möchte ich aber die ganze Reihe halt spielen, ne, und auch auf dem YouTube-Kanal bringen. Deswegen mache ich das Ganze jetzt auch wieder. Und stopp. Yeah. Shadow schreibt gleich Schatz und ich habe genau dann gedrückt. Sehr gut. Ja, hier könnt ihr mir auch nochmal sagen, so eure Erfahrungswerte, ne? Was ist besser? Soll ich KP hier wieder aufstocken, damit wir mehr Karten ins Deck nehmen können? Oder jetzt mal wieder Vitalität lieber? Was habt ihr da immer gemacht? Weil jetzt gerade bei den Kämpfen merke ich halt, es scheitert nicht wirklich an den Leben, ne? Emanuel sagt eine weitere Roulette-Karte. Shadow meinte noch davor, what? Die Karten sind mega geil. Ich habe 120 Stunden im Spiel. Und nicht nur, weil ich den SP mehrmals anließ oder nicht weiterkam. Shadow meint immer KP, HP useless, wird erst später wichtig. Okay. Und dann weiß ich da Bescheid, dankeschön. Ja, mein Problem ist halt Kingdom Hearts 2, sobald wir das spielen, ne? Boah, da werdet ihr mich nicht mehr rausbekommen, da werde ich mega rumschmachten, das Game. Das habe ich damals privat sogar 3 oder 4 Mal durchgespielt, ne? Auch immer, also beim ersten Mal halt nicht auf 100%. Genau, wir müssen wieder ihn anvisieren. Also nicht immer auf 100%. Irgendwann habe ich mal angefangen auf 100% zu spielen. Auf der PS2 damals, ne? Das darf man nicht vergessen. Das war noch zu dem Zeitpunkt, als das Spiel released wurde.
Und ja, da habe ich irgendwann auch angefangen, nach dem zweiten Mal oder so, beim zweiten Mal durchspielen, auf 100% durchzuspielen. Das habe ich so oft gemacht, ich habe das Spiel halt geliebt. Ne, viele mochten ja bestimmte Welten nicht. Aber ich weiß nicht, ich mochte weitestgehend jede Welt. Die einzige, die ich seltsam fand, um ehrlich zu sein, die ich nicht so doll fand, war die Ariel-Welt, weil das einfach nur singen war. Das habe ich nicht verstanden, sondern es war okay, hat auch irgendwo Spaß gemacht, aber ich dachte mir so, okay, ich muss bestimmte Zauber haben, damit die Welt weitergeht. Ne, weil da ist es nicht so, dass man einfach in die Welt reingeht und sagt, ja, ich singe jetzt einfach alle Lieder da, also Musical-mäßig, und dann ist vorbei. Sondern es war wirklich so, hey, hier, Ariel braucht deine Hilfe, gehst hin. Oh nein, ich habe meine Kette verloren, wie kriege ich die wieder? Und dann, blub, du kannst hier erst wiederkommen, wenn du Magnetra gelernt hast, damit du diesen Anhänger anziehen kannst, so nach dem Motto halt, ne? Und ich dachte so, hä, okay, alles klar, es ergibt zwar Sinn. In einer bestimmten Richtung ergibt das ja Sinn, aber ich fand's dämlich. Das Konzept war zwar lustig und so, aber... ich hatte da nicht so viel Spaß daran. Ah ja, muss auch jeder wieder für sich wissen, ne? So, bam, bam, bam. Zack, zack, zack. Alles klar, wieder Roulette. So, ab Stufe 20 kannst du etwas in HP, also LP, reingehen. Ab Kingdom Hearts 2 7 oder 8 Mal durchgespielt, wann immer mir langweilig war, angemacht. Windflare meint, ach, hast du Kingdom Hearts 2 Final Mix noch nicht gespielt? Nee, habe ich in der Tat noch nicht. Ich habe damals immer nur die PS2-Version gespielt von Kingdom Hearts und seitdem 2.5 HD Remix rauskam, habe ich mir seitdem schon immer gedacht, na, damit wartest du noch. Weil ich hatte da schon immer vor, das Spiel zu Let's Playen, ne, das wollte ich immer. Wollte das schon geraumer Zeit, schon damals halt, als die HD-Remix-Sachen angekündigt wurden. Das Let's Playst du dann, sobald es draußen ist, und hab deswegen die Spiele weitestgehend für mich privat nie angerührt, weil ich mir dachte, ja, nicht, dass mir die Lust dann daran vergeht, nicht, dass ich nachher keinen Bock hab, das zu spielen. Also nicht, dass ich es nachher langweilig finde. Das war meine Befürchtung. Deswegen habe ich den Final Mix nicht gespielt von Kingdom Hearts 2. Ich weiß auch, dass mehr dazugekommen ist und dass 100% da ziemlich kacke sein sollen. Aber es ist mir egal, um ehrlich zu sein. Ich mache trotzdem da die 100%. Das ist mir das Spiel wert. So, ob jetzt 100%... ob die 100%, sage ich jetzt mal, die ich machen will... auch in der Trophy nachher mit reinzählt, das ist mir egal, weil in den Trophys sind manchmal ganz, ganz komische Dinge drin. Weil zum Beispiel, für mich ist 100%, man hat alle Zusätze, man hat alles, was man so braucht in dem Spiel. Und wenn der Trophy steht, besiege 5 Millionen Herzlose, das ist dann für mich keine 5%, wenn mir das im Spiel, jetzt nur als Beispiel, nichts bringt. Es bringt mir nichts, die 5 Millionen Herzlose zu töten, weil dafür gibt es in-game kein Special. Du kriegst dafür nichts. Für mich wäre 100% wieder das Tagebuch komplett abzuschließen. Dass da alles ist, jeden Bossgegner mal gemacht haben, auch besiegt halt haben, ne? Und, bestimmte... ja, ich will da halt nicht so viel vorwegnehmen wegen Kingdom Hearts 2, für die, die es halt nicht kennen. Bestimmte Zusätze, nenne ich das jetzt mal, zu haben, die man in dem ganzen Spiel auch freischalten kann. Und nicht irgendwie
Ja, besiege 5 Millionen Herzlose, damit einfach nur die Trophy da ist. Ende. So, das weiß ich. Ich weiß halt nicht, dann muss ich nachgucken bei PlayStation, welche Trophäen denn 2.5 HD Remix bzw. Kingdom Hearts 2 Final Mix denn anbietet. Und da kann ich ja nachgucken, ob die Trophys dann damit reinziehen. Aber wenn sowas mit drin sein sollte, wird es leider kein 100% Trophy Run, sondern einfach nur ein 100% Run in-game. Schlitz, Schlitz, weg sind sie. So. Ich fand alles cool, selbst Ariel war halt insane, mein Shadow. Oh, ich muss hier kurz mit angreifen. Und dann kam Kingdom Hearts... Oh Gott, jetzt habe ich mich verklickt. Verdammt! Jetzt haut die ganze Kombo nicht hin. Ich habe mich verklickt. Ja, das war dumm. Jetzt werde ich mega Schwierigkeiten haben. Nur weil ich mich verdrückt habe, weil ich aus dem X gedrückt habe, anstatt Dreieck. Bam, bam. Okay, gut, ging doch noch ganz gut. So, jetzt lese ich weiter, was Shadow schrieb. Und dann kam Kingdom Hearts Birth by Sleep. Das Kampfsystem war totaler Müll. Und bei Kingdom Hearts 3000 Days war es auch da. Das ist Kingdom Hearts. Ich war halt Zelda-Spieler. Jetzt meinte Windflare dann noch. Dann weißt du ja noch gar nicht, wie man bei den neuen Final Mix Bossen zu leiden hat. Nee, weiß ich nicht. Die Sticker in Kingdom Hearts 2 Final Mix sind ultra cool und wichtig. Und er meinte, Windflare, das ist in Ordnung, aber die neuen Bosse irk für Spaß. Ja, sehe ich ja dann, ne, wie die sind. Naja, Sephiroth in Kingdom Hearts 1 war auch kein Zuckerschnecken. Ja, das stimmt. Ich finde den in Kingdom Hearts 2, den Sephiroth, angenehmer. Der ist leichter. Weil du da bestimmte Sachen an Aktionen hast, mit denen du seine Kombos, sag ich mal, ein bisschen ausspielen kannst. In Kingdom Hearts 1 war es noch ein bisschen... heftiger. Genau, hier war noch einer, den nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir in den nächsten Raum. So, ich nehme erst wieder ihn hier. Ich habe daraus gelernt, bam. Power. Okay, ich nehme jetzt die ganze Zeit Schatztruhen mit. Habt ihr sonst noch eine Idee, welche Karten ich hier sonst mit die Mokri, ne? Die Mokri-Dinger kann ich eigentlich mal mitnehmen. Damit wir davon ein paar mehr wieder haben für Mokri-Räume. Für später, für die Zukunft halt, ne? So. Okay, im Chat steht erstmal nichts Neues, doch jetzt Mogri. okay. So, was brauchen wir hier? Fünfer, Siebener und Schlüsselkarte. Haben wir eine Schlüsselkarte? Die haben wir. Dann. In einem Raum, in dem nur wenige Herzlose erscheinen. Weiß ich nicht. Hier haben wir eine 7er, die können wir für... Klar, er nimmt die 5er zuerst, anstatt das für die 7er zu nutzen. Da hätte ich wissen sollen. Ich dachte, ich kann mir die Reihenfolge aussuchen. Screw you. Dann nehmen wir die. Das Spiel veralbert mich. Oh. Stimmt, ist ja eine Storykarte gewesen. Weshalb gehst du denn zum Palast, Aladdin? Dieser nichtsnutzige königliche Visier, Jafar, hat mich ausgetrickst, damit ich ihm die Wunderlampe aus der Wunderhöhle besorge.
Aber in der Höhle wimmelte es nur so von Herzlosen. Ich bin froh, dass ich es heil nach Agrabah geschafft habe. Gab es vor Ort niemanden, der dir hätte helfen können? Jafar hat vielleicht Nerven, solch gefährliche Befehle zu geben. Ich weiß, wie du dich fühlst, Meister. Seit 10.000 Jahren scheue ich mich die Menschen mit ihren Befehlen herum. Und wer hilft mir? Ich träume seit langem davon, dass mir wer die Freiheit wünscht, aber die Chancen stehen schlecht. Wie wäre es, wenn ich dich mit meinem dritten Wunsch befreie? Haben meine spitzen Öhrchen richtig gehört, Meister? Würdest du das tun? Bei meinem Dutt, du nimmst mich doch nicht auf den Arm, oder? Ehrenwort, Genie. Es gibt ohnehin nur eine Sache, die ich mir wirklich wünsche. Dann gehen wir die Sache doch an, El. Ich darf dich doch El nennen, oder? Und was wirst du dir wünschen? Ruhm, Reichtum, eine helle Kamele, die du dein eigen nennst? Naja, es gibt da ein Mädchen. Ihr Name ist Jasmin. Sie ist die Prinzessin von Agrabah. Und das ist das Problem. Für einen Jungen wie mich ist es schwierig, sie zu treffen. Und so fing alles an. Ich dachte, wenn ich den Schatz aus der Wunderhöhle hole, dann würde Jasmin mich vielleicht treffen wollen. Das klingt so, als wünschtest du dir, Jasmin jederzeit sehen zu können, richtig? Dann nehmen wir doch gleich das ganze Paket. Du triffst die Lady nicht bloß, wir machen dich zu Prinz Ali. Wie klingt das in deinen Ohren, Al? Ich ein Prinz? Kannst du das wirklich tun? In einer Agrabah-hischen Minute. Dann ist die Legende also doch was, Hora. Schnell, gehen wir zum Palast.